Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer Alarmstufe Rot 1 Gegenschlag auf Seiten der Alliierten, Leute. Remastered. Ganz genau, was für ein langer Titel. Okay, Leute, wir haben die ersten drei Missionen schon abgeschlossen vom Gegenangriff und da würde ich sagen, haben wir jetzt hier Griechenland 2 Evakuierung. Alles klar, würde ich sagen, gehen wir da einfach mal rein. Ich hoffe jetzt mal mit einer Cutscene. Wieder keine Cutscene. Ah, schade. Okay, egal. Sowjetische Truppen befinden sich vor Athen und bedrohen die Zivilbevölkerung. Evakuieren Sie mindestens eine Person aus jeder der vier Städte und bringen Sie sie auf die Insel im Nordosten der Karte. Die Zivilisten verstecken sich in den Kirchen der jeweiligen Stadt und werden nur herauskommen, wenn sie die Stadt betreten. Dringen Sie in die Städte ein, holen Sie Zivilisten daraus und bringen Sie sie auf die Insel. Die Evakuierung der Zivilisten ist Ihre vorrangige Aufgabe. Die Beseitigung der sowjetischen Bedrohung ist optional. Okay. Sind eingetroffen. Jojojojojojojo. Okay. Oh, mit Bahn, mit Bauhof und allem. Okay, wir müssen also hier, ja, Zivilisten retten. Alles klar, Leute. Dann würde ich mal sagen, jo. Haben wir hier drei Jeeps. Und, oh, kommt schon wieder ein Grenadier. Verdammt nochmal. Egal, Leute. Ja, willkommen zurück bei Command & Conquer. Ich nehme es nach wie vor an diesem Freitag auf. Es ist mittlerweile Abend. Ja, ich nehme heute mehr als drei Folgen auf. Es macht einfach so viel Spaß. Muss ich sagen, also die Kampagne ist einfach mega. Die neue Kampagne, muss ich sagen. Und ja, die Karte ist. Da müssen wir es hinbringen, okay. Die Karte ist nicht so groß, muss ich sagen. Aber gut, Leute. Kaserne. Raffinerie kommt mal hier hin. Dann Kaserne. Wir können wieder kein Kraftwerk aufbauen. Kein großes. Aber ist egal. Ja. Und dann direkt Waffenfabrik. Und jo. Kleine Verteidigungsarmee haben wir hier zusammen. Und ja. Zoomen wir mal ein bisschen rein. Sehen wir hier das Artilleriezeichen, beziehungsweise das Alliiertenzeichen. Genau. Und ja, evakuieren Sie Zivilisten zur Insel. Wir haben ein bisschen wenig Geld am Anfang. Ne? Das finde ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Muss ich tatsächlich mal so sagen. Und unsere Hauptaufgabe ist hier tatsächlich, Zivilisten zur Insel zu bringen. Und nicht und keine Russen platt zu machen. Okay. Alles klar. Und ja, Leute, ich hoffe, es geht euch gut soweit. Ja, da kommt er schon angeschissen, aber das war noch in Ordnung. Ich hoffe, es geht euch gut soweit. Ich hoffe, dass euch auch nach wie vor hier gefällt, wie wir hier zusammen die Alliierten Gegenschlagkampagne durchziehen. Und ja, freue ich mich einfach auf diese Mission auch, weil die Mission ist auch ganz cool, meine ich, noch in Erinnerung zu haben. So. Wir müssen nämlich hier nicht nur Russen platt machen, sondern auch hier Leute hier oben hinbringen. Das heißt, wir brauchen hier Marine. Okay. Gut, aber wo soll denn die Marine hin? Wir haben ja fast keinen Platz dafür da. Gut, Werkstatt. Wir können ja nirgends eine Marine aufbauen, das ist ja der Kack. Erforsch einfach mal mit dem Jeep mal ein bisschen hier die Karte. Schieß den kaputt. Los. So. Das Mannequin ist schon mal weg. Schon mal gut. Alles klar, die Werkstatt ist dann fertig, Leute. Oh, dann können wir uns noch ein Kraftwerk aufbauen. Oh, und hier schon das erste Dorf. Schaut mal. Boah, die Brücke sieht ja geil aus. Schön realistisch, ja. Gut, dann kann der Jeep mal da oben hin. Und dann verteidigen wir uns mal ganz genau, Leute. Wir müssen uns verteidigen. Weil, wie ihr seht, der Gegner kommt manchmal doch auch noch angeschissen. Fünf Manneken. Okay. Fünf Manneken. Dann fünf Manneken. Ja. Gut. Ja, fahr den der Sammler. Eiskalt. Oh, wir brauchen schon Silos. Oh mein Gott, okay. Weiterbauen und Panzer bauen. Panzer bauen, einfach Panzer bauen. So, Leute, alles klar. Dann
Da kommt er. Oh, ein Panzer! Ach, Scheiße! Oh, Leute! Okay. Da kam schon wieder ein Russ-Panzer und ich habe aus Versehen einen Tarnbunker gebaut. Na gut. Egal. So. Hier sind Edelsteine hier vorne, okay. Gut, dann bauen wir uns mal hier unten zu. Was macht ihr denn da? Das sind die blöden Sammler hier wirklich. Na ja gut, Leute. Dicke, 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 dicke. Ach, die Mucke, ey, die ist so herrlich. So, alles klar. Dann brauche ich gleich noch 4 Silos, wenn ich die Verteidigung fertig habe. Und, ja. Noch ein bisschen Energie hier. Ach, das macht Spaß, Leute. Commander Conquer, richtig geil. Ich liebe Commander Conquer. Es geht auch so schön schnell, das Spiel. Ja, man kann hier einfach so zack, zack, schnell aufbauen. Einfach so schnell Einheiten produzieren. Jo. So, zack. Einfach schön schnell hier alles aufbauen. Und dann hat sich die Sache auch schon erledigt normalerweise, weil wir dann meistens schon eine Armee haben. Okay. Konstruktion abgeschlossen. Oh, weiterbauen. Einfach weiter Türme bauen. Oh, nein, nein, nein. Okay. Den ergibt reicht wieder nicht. Wird gebaut. Wisst ihr was? Ich baue mir nochmal eine zweite Waffenfabrik auf. Warum eigentlich nicht? Zweite Waffenfabrik aufbauen. Ah, das ist jetzt wieder Ressourcenverbrauch, ne? So, okay. Egal. Damit die Panzer schneller vom Stapel rollen. Ganz genau, Leute. Oh ja. Einheit bereit. So, da ist der Panzer wieder. In Ordnung. So, ach, die geile Mucke wieder. So. Dann haben wir hier das Primärbauwerk und dann können wir hier noch ein paar Türmchen bauen. Das ist der PlayStation-Soundtrack wieder. Oh mein Gott. Das ist so herrlich. Der PlayStation-Soundtrack. Oh mein. Ja, das soll er jetzt mal versuchen hier. Was willst du mit meiner Werkstatt, Junge? Der ist auf meine Werkstatt. Eiskalt, ey. Und dann kriegt er die auch noch kaputt. Ah, ne, kriegt er nicht kaputt. Eiskalt auf meine Werkstatt. Was soll das denn, Leute? Warum auf meine Werkstatt? Da verstehe ich jetzt gerade nicht, aber gut. Dann bauen wir nochmal 2 Kampfpanzer. Konstruktion. So. Noch eine Energie. Der wollte unbedingt auf meine Werkstatt, ey. Naja, gut. Alles klar. Weiter bauen hier. Ja, wie gesagt, andere Mucke auch in dem Add-on, ne? Also, ist richtig interessant. Und ich würde mal sagen, wenigen geht mal dahin. Konstruktion abgeschlossen. Dann können wir uns nämlich jetzt hier zumachen und uns dann voll auf den Panzerbau konzentrieren, Leute. Ganz genau. Och, du Heilige! 2 Panzer! Ja gut, der überfährt die einfach. Ja gut, dann mach den kaputt, los. Mach den kaputt, den Scheiß! Mach den Scheiß kaputt! Ach, verdammt. Ganz knapp überlebt. Ja gut. Egal. Das soll er mal jetzt mal versuchen hier. So, zack. Schieß auch den kaputt. Ah, verdammt. Hat er einen Turm von mir gekriegt. Ja, gut. Und Silos brauche ich auch noch. Ja, stimmt. Ach du Heilige. Was macht er denn jetzt? Das ist aber jetzt viel, Leute. Das ist jetzt aber gemein. Wirklich. Ja, das schafft ihr aber. Komm, das schafft... Einfach so mit einem einmal zack, der Bunker direkt weg, ey. Oh Mann, alter Schwede. So. Warum repariert er das wieder nicht? Psst. Naja, egal, Alter. Ist da was? Ach du Heilige. Okay. Ja, macht schon Bock, muss ich sagen. Das macht schon Bock, ja. So, noch ein Turm. Wie viel kosten die eigentlich? 600, ja. Ach du immer auf den Bunker. Das ist so unglaublich, ey, wirklich. Der wird immer die Bunker platt machen. Unser Stützpunkt wird so. Schummiges Dreck. Der Stalin, ey. Ja, ja. So, Silos. Das ist das einzige Doofe, dass wir hier nicht das volle Arsenal haben, aber ist ja okay. Wir sind ja noch am Anfang. Ja. So, einfach Kampfpanzer bauen. So. Oh nein.
Wo soll die denn jetzt noch hin? Ah, hier unten kommen. Auf die Gefahr hin, dass er da immer eingeschissen... Oder hier oben kommt, hier oben. Geh schon. Und wieder kein Geld. Und genau jetzt greift er an, ey. Der Sack. Genau jetzt greift der Sack an hier. Verdammt nochmal. So, mach die kaputt. Den scheiß Raketenwerfer. So. Alter, noch ein Raketenwerfer. Meine Güte. Was macht denn die Sammler schon wieder? Was macht ihr da schon wieder? Egal. Ist okay. So. Ach du meine Güte. Okay. Nee, ich brauche die ganze... Alter, was habe ich da schon wieder gehört, hä? Ein Raketenwerfer. Ja, ja. Das habe ich gehört. Naja, gut. Egal. Gut. Bunker bauen. Los. Nachbauen. Alter, ist der dreist. Ist der dreist. Der bewacht da die Edelsteine, ne? So, mach die kaputt. So. Der bewacht da die Edelsteine. Komm mal runter, Sammler. Komm einfach mal runter. Und fahr einfach mal die Edelsteine holen. So. Kampfpanzer wegmachen. Los. Russenpanzer hier wegmachen. Los. So, Leute. Alles klar. Die Flammenwerfer einfach platt fahren. So. Alles klar. Und hier platt fahren. So. Zack und weg damit. Ach du Heilige! Der macht Kampfpanzer kaputt. Heilige Scheiße, ja, das ist schon. Nicht schlecht, muss ich sagen. Nicht schlecht. So. Alles klar. Reparieren einfach. Und der. Na, kommt doch schon wieder, ey. Der kommt oft. Ja, der kommt oft. Der kommt oft hier angeschissen. Oh, das ist eine Menge Stahl. Okay. Ja, das stimmt. Das stimmt, dass das eine Menge Stahl ist. Das stimmt. Das stimmt, Leute. So, dann... Ich hab schon wieder kein Geld. Warum ich schon wieder kein Geld? So, einfach ein bisschen erkunden. Laufen, damit die können. Und ja, Leute. Ach, guck mal, eine Conker. Richtig geil, Leute. Richtig geil, wie gesagt. Hab eben eigentlich schon meine beiden Folgen von Empire Earth fertig gemacht und dann eigentlich, ja, für heute fertig gehabt, aber ich habe einfach so Bock auf diese Kampagne. Das ist einfach so geil. Das ist einfach so, Leute. Und ja, brauche ich einfach mal noch ein paar Kampfpanzer. Und ich stehe noch Grenadier. Rüstet Minikin. Na gut, ist egal. Aber was machst du da schon wieder? Was macht dieser Sammler da schon wieder? Mensch. Du sollst hier weiter sammeln. Genau so, Mensch. Ey. Mach doch voll. Ich verstehe nicht, was diese Sammler gegen Edelsteine haben. Ich weiß auch nicht. Sind die allergisch dagegen oder so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die irgendwas gegen Edelsteine. Keine Ahnung was. Aber die haben auf jeden Fall was dagegen. Okay. Alles klar. So, auch wenn die Leute hier gesagt haben, dass Russen platt machen optional ist, werde ich das trotzdem machen. Oh, da fehlt ein Geschützturm. Oh mein Gott. Okay. Werde ich das aber trotzdem machen, weil es macht einfach Spaß, Russen platt zu machen. Das ist einfach so. Ah, Grenadiere. Dann fahr halt hier hinten hin. So, schön Edelsteine einsacken. So. Wird gebaut. Alles klar, Leute. Weitere Panzer. Wir müssen unsere Armee verstärken hier. Los. So. Alles klar. Und ja, endlich mal ein paar mehr Missionen auf grünem Grund. Ne? Ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, dass dieser grüne Grund einfach viel angenehmer ist, finde ich. Als immer dieser weiße Schneehintergrund. Ich finde, das lässt sich einfach angenehmer spielen hier. Mit grünem Hintergrund. Ich weiß nicht, woran das liegt. Dass es vielleicht angenehmer in den Augen ist oder so? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Erzählt mal in den Kommentaren, was ihr lieber spielt. Ob es Schneemissionen ist oder ob es Grün, also Grasmissionen sind. Würde mich mal interessieren. So. Dann bauen wir mal weiter. Wir haben ja zum Glück kein Zeitlimit hier. Und
Ja, dann haben wir auch schon die vierte Mission der alliierten Kampagne. Bonuskampagne. Ja, fertig. Fast, würde ich sagen. Also wir müssen ja noch einiges machen, aber wir haben ja schon unsere Armee. Und wenn die Armee schon mal steht, das ist schon mal so, das ist schon mal gut. So. Einfach sammeln. Bestätigt. Einfach sammeln. In Ordnung. Einfach sammeln. So, alles klar. Dann kannst du sie nach Hause bringen. Sehr gut. Wird gebaut. So. Ach, mit dieser geilen Mucke wieder im Hintergrund, ey. Wird gebaut. Ja. In Ordnung. So, alles klar. Dann. Alles klar, unzureichende Finanzmittel wieder. Aber das da haben wir schon wieder ein bisschen Kohle reingekriegt. So. Die warte ich jetzt noch ab. Wird gebaut. Und währenddessen trinke ich mal einen Schluck Apollinaris. Lemon. Mh. Da kommt er schon wieder angeschissen da unten. Mannequin. Ach du Scheiße, Flammenwerfer. Die ziehen viel ab von dem, ja. Die Flammenwerfer. Ach du Heilige. Okay, dann fahr die Blatt. Nein! Oder so. Ach du Scheiße, Leute. Ach du Scheiße. Okay, alles klar. Einer geht noch. Einer geht noch. Einer geht noch rein. Einer geht noch. So. Dann würde ich mal sagen. Erwarte Ihre Bestätigung. Sammelst du mal den kleinen Mist hier ein. Unzureichende Finanzmittel. So, alles klar, Leute. Gut, dann können wir jetzt passend zur Musik losfahren. In Ordnung. So. Genau so. Das passt. Das passt so genial. Wirklich. Und die Grenadiere hier. Einfach überfahren. Mach den kaputt. Dann mach den kaputt, komm. Überfahren! Wie lange wollt ihr den noch leben lassen? So. Alles klar. Cool, Leute. Und was haben wir hier? Ah! Dorfbewohner. Sehr, sehr schön. Gut. Ihr kommt mal bitte nach Hause. So. Sehr schön, Leute. Das war ein Dorf. Die Dorfbewohner, die müssen nach Hause. So. Also in die Basis. Alles klar, dann macht ihr kaputt, los. Scheiß Panzer da, los. Kaputt machen. Kaputt machen. So, weg damit. Sehr gut. Und dann hier auch reinfahren in das Dorf. Och du. Oh Gott. Och du Scheiße. Was ist denn hier alles? Ach du Heilige. Was hat er denn hier alles stehen? Er hat eine Testerspule da unten gehabt, ne? Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen, ich hab's auch gehört. Ja, ja, das typische Tesla-Spulengeräusch. So, Leute, haben wir hier noch irgendwas? Hier ist noch ein Dorf, sehr schön, Leute. Dorfbewohner, dann kommt ihr mal bitte hier in meine Basis rein. Ah, dieser Hubschrauber. Okay. Ja, die laufen da im Kreis, weil die... weil die nicht da rauskommen und die Flammenwerfer wollen diesen Mannequin haben, ne? Ja, ja, dann einfach überfahren. Flatsch. Flatsch. Das macht jetzt so ein Wassergeräusch. Das finde ich ganz geil eigentlich. Oh, dieser Hubschrauber. Mensch. So, haben wir hier noch irgendwas? Oder ist hier nur ein Dorf? Hier ist nur ein Dorf. Okay. Alles klar, Leute. Dann würde ich sagen, haben wir die ja schon, ne? Gut. Dann fahrt mal hier runter. Oh, scheiß Tesla-Spule. Mach die kaputt, die Kacke. So. Mach die Scheiße kaputt, los. So. Hier auch. Ach du Scheiße. Hat der viele Mannequin, ey. Boah. Und viele Tesla-Spulen. Meine Güte. Wie viele Tesla-Spulen hatten wir? Ach du Scheiße. Leute, euer Ernst? Wie viele Tesla-Spulen? Oh. Sein Ernst, ey? Ja gut, dann bauen wir nochmal Panzer hier. So viele Tesla-Spulen. Wie viele Tesla-Spulen der hat. Unfassbar. Das reicht doch nicht mal für die Tesla-Spule, ey. Oh Mann. Okay, dann bau einfach weiter Panzer. Also. Aber wir haben hier schon ein ganz schönes Loch hier reingerissen, ja. So. Überall Tesla-Spulen. Ja, das ist...
Die Gegner hier, die haben schon einiges drauf, muss ich sagen. Aber wie soll ich denn jetzt hier rüberbringen? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Wir können ja keine Seeeinheiten bauen und wir kommen auch nicht ans Meer. Das ist irgendwie doof. Ah, ich glaube, wir müssen das hier einnehmen oder so. Moment, ich guck noch mal gerade. Dringen Sie in die Städte ein, holen Sie Wissen raus und bringen Sie auf die Insel. Ja, wie soll ich die denn auf die Insel bringen? Ihr seid lustig. Naja gut, egal. Leute, jo. Wie befohlen, bestätigt. Da haben wir schon mal ein paar Panzerchen hier. So, wenn der nächste jetzt noch, wenn die jetzt noch hier fertig werden. Ja, die kosten 800, ne? Das ist ganz schön teuer. Ja gut, dann lass. Dann nehme ich die jetzt hier unten noch mit. Und dann mache ich den Russen jetzt platt. So, Team 1, hierhin bitte. Der baut sich wieder auf. Ach, warum baut er sich denn wieder auf? Verdammt. Egal. Oh yeah, wieder die PlayStation-Soundtrack. Oh mein Gott. So, dann Abmarsch hier, los. Der baut sich wieder auf, das ist so dreist. Der baut sich wieder auf, ernsthaft. So, dann kaputt machen, los. Noch diesen Flammturm hier kaputt machen. So, los, kaputt machen. So, kaputt machen. Hier, bau auf, platt machen, los. Das ist alte Grafik. Ach du scheiße, alte Grafik, Leute. So. Warte mal ein bisschen hier mit alter Grafik spielen. Nein, nicht in die Tesla-Spule reinfahren. Ach, ihr seid doch doof, wirklich. Der hat schon wieder zu viele Tesla-Spulen. Der hat so viele Tesla-Spulen. Verdammt. Mach die Kacke kaputt hier, los. Kaputt machen. Kaputt machen. Ich glaube, ich muss das Ding hier einnehmen oder so, ne? So. Oh, noch eine Tesla-Spule. Ach, verdammt mich, ey. Wirklich. So, die funktionieren nicht mehr. Sehr gut, Leute. Dann können wir jetzt hier noch eine Energie platt machen. Noch eine Energie platt machen, bitte. Scheiß Hubschrauber. Oh ja, Raketenwerfer. Sehr schön, Leute. Die Energie noch platt machen. Fahr das wenigen platt. So. Los. So. Und zack. Mach diesen Raketenwerfer platt jetzt hier. Los. So. Tesla-Spule platt machen, Leute. Der hat keine Energie mehr. Sehr schön. Dann haben wir die Mission gleich. So, da bauen wir nochmal ein paar Panzer nach hier. Und vielleicht noch einen Ingenieur. Einen Ingenieur noch. Ja. Die Mucke, ey. Wirklich. Warum, das schaffst du nicht, Hubschrauber. Sehr schön. Ja. Kriegt ihr den noch, bevor der Hubschrauber kommt? Ich glaube schon. Ja, sehr schön. Gut, dann können wir auf diesen Hubschrauber da gehen. Los. So. Hubschrauber platt machen. Los. Mach den Hubschrauber kaputt. Ach, verdammt. Der blöde Hubschrauber, ey, wirklich. Der nervt. So. Mach den kaputt. Verdammt. Ja, egal. Da habe ich noch mal ein paar. So, Leute. Gut. Na, Geisterhausmucke war das, ne? So, wo kann ich die denn jetzt hier rüberbringen? Die Dorfbewohner hier. Wo soll ich die rüberbringen? Melde mich, wie befohlen. Oh ja, Hubschrauber, ey. Das ist die letzte Einheit, die der noch hat, ne? Und damit nervt er mich noch, ey. Ja gut, alles klar. Dann. So. Kaputt machen, die Scheiße. So. Flammturm wegmachen. Los. So. Ja, schön, dann haben wir ja alles, ne? Da muss ich jetzt echt hier... Oder Moment, vielleicht ist da noch ein Dorf. Ah, kriegt er noch Mannequin. Ja, ist ja gut. In Ordnung. Bestätigt. Bestätigt.
Ach, draußen ist wieder ein Krankenwagen, deswegen. Ja, gut. So, vielleicht ist hier unten noch ein Dorf, Leute. Vielleicht habe ich da was übersehen. Weil das kann ja irgendwie nicht sein, ne? Dass da nichts, ja. Kein Transport. Ah, seht ihr? Da habe ich nämlich noch was übersehen. So. Dorfbewohner, kommt mal zurück. Hier ist bestimmt noch irgendwo was. Hier ist bestimmt noch irgendwo so ein kleines Dorf versteckt hier oder hier oder so. Ja. In Ordnung. Ach, das macht Spaß, ja. Das macht schon Spaß, muss ich sagen. So, dann wieder hier ins Dunkle fahren. So. Aber sonst habe ich eigentlich alle hier ja, befreit. 1, 2, 3, 4. Ja, eigentlich schon. Oh, da ist noch ein Sammler. Weg damit. Ah, hier unten kann ich hinbauen. So. Okay, ich hoffe, dass ich das Ding einnehmen kann. Wenn nicht, dann muss ich mich halt mit, kann ich, glaube ich, oder? Geht das? Ja, ich glaube nicht. Okay, dann muss ich mich halt mit Silos hier voranarbeiten. Und dann halt eine Werft bauen, ganz genau, Leute. Eine Werft. Weil anders geht es ja anscheinend nicht, ne? Diese Silo-Taktik hier, ja. Gut, alles klar, dann Werft. So. Dann bauen wir eine Werft und dann schicke ich die alle einfach mal hier hin. So. So, Werft. Und du kannst einfach einen Transporter bauen. So, sehr schön. Dann kann ich die verkaufen wieder. So, der eine Transporter. Ja, vielleicht sogar zwei, ne? Das sind ja ganz, das sind ja voll viele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das sind sogar noch mehr. Na gut, alles klar. Wir wollen das ja vernünftig machen, ne? Alles klar, Leute. Gut. Der Invasor kommt nämlich nicht hier rein. Seht ihr das? Der kann das nämlich. Der kann das doch einnehmen. Ach, verdammt. Ja, gut, egal. Dann. Egal, macht er kaputt da. So. Dann. Ihr fahrt immer bitte dahin. Und ihr macht bitte das da unten kaputt. Ihr könnt doch da drauf schießen. Genau, Leute. Dann haben wir nämlich alles vom. Ach du. Der hat U-Boote? Okay, dann bauen wir Kanonenboote. Dann bauen wir Kanonenboote, Leute. Ja. Der hat U-Boote hier liegen. Oh mein Gott. Alles klar, dann gehen wir mal da rein. Geht mal da rein. Und ihr beide geht mal bitte hier rein. So, Leute, sehr schön. Ich muss meine drei Kanonenboote und die können wir die U-Boote platt machen. Wird gebaut. So. Ah, nein, nicht blöd sein. Ach, verdammt nochmal. Wirklich. Nicht so blöd sein hier. Ja gut, dann einfach weiterfahren, weiterfahren, weiterfahren und rausschießen. So, los. Mach den kaputt. Ah, verdammt. Verdammt. Gut, dann. So. Machen wir nochmal drei Stück. Da kann ich noch nicht herfahren, wenn da U-Boote liegen. Nee, nee. Ah, da unten, da unten. Da ist auch noch ein U-Boot. Ja, komm, dann mach das noch kaputt da, los. Die gehen so schnell kaputt, ne? Das ist unfassbar. Okay, alles klar. Dann die drei noch. Schießen wir auf das U-Boot. Dann haben wir den Russen komplett platt gemacht und haben die Bürger auch befreit. Sehr gut, Leute. Ja. Das ist so... Diese U-Boote, ne? So, dann einfach weiterfahren. Gut. Dann können wir die Bürger hier oben hinschicken. Ja, sehr gut. Dann haben wir die Folge auch wieder innerhalb von einer halben Stunde geschafft hier. Unfassbar. Gut. Alles klar. Dann ausladen. 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 Und ausladen. So. Ah, der hat noch... Ja, das war's. Sehr schön. Alles klar. Sehr schön, Leute. Ganz genau, pünktlich zur halben Stunde. Oh, Cutscene, Leute. Gelaunt, also bitte nur die guten Nachrichten. Alle Zivilisten wurden evakuiert. Die Produktion von Hydrauliköl ist zum Erliegen gekommen, General.
In Ordnung. Gar nicht mal so übel. Gebt ihm ein paar neue Schulterstücke. Ja. Alles klar, Leute. Der General, ey, wirklich. Gut, Leute, Bonusgalerie freischalten. Das mache ich allerdings das nächste Mal. Trage ich mir meinen Namen nochmal ein. Wir haben 180 Russen gekillt. Und ja, hatten einiges an Kohle und ja. Gut, Leute, dann würde ich mal sagen, wenn euch die Folge hier gefallen hat mit, und die Mission auch, dann würde ich sagen, lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo die da. Die Kommunisten geben keine Ruhe. Oh. Entwickeln wieder jede Menge Atomwaffen. General Stavros hat einen Informanten in Sibirien, der weiß, wo sich die sowjetischen Atomforschungsanlagen befinden. Stavros besteht leider darauf, ihn persönlich zu treffen. Der alte sture Bock hält sich für einen verdammten Spähtrupp, ja? Ah, ich glaube, Leute, nein, ich glaube, das ist die Cutscene für die nächste Mission. Oh mein Gott. Okay. ja. Wenn... Später, nächste Mission. Okay, nächste Folge, alles klar. Gut, Leute, wie gesagt, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir doch gerne mal ein Like oder ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.